jetzt. Das hat ja super geklappt. Ich wollte eigentlich hier so landen, aber man fliegt ja leider nicht ganz so weit. Dass Garrosh diese schönen Statuen kaputt gemacht hat, ey. So ein Arschloch. Nein! Ah, nochmal ein zufälliges Schlachtfeld. Da ist der Rest des Oberkörpers von dem anderen Typen. Betreten. Und Insel der Eroberung. Es kann, ich habe gerade einen kleinen Laufen, muss ich sagen. Besser kann es echt nicht laufen. So. Gehen wir mal wieder hier vorne hin, wie gesagt. Das, dann brauche ich einen Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Wird mir auch die Energie angezeigt, rein zufällig? Nee, der hat aber auch einen Nachwachsen, das ist ein Druide. Irgendwo ein Hunter, wenn ich mal hier irgendwo ein Pet sehen würde, vielleicht noch. Da haben wir einen. Sogar einen gar nicht so schlechten Hunter. Ist Hitoki hier auch mit dabei? Hitoki, Hitoki, Hitoki. Oh, leider nein. Der hat wahrscheinlich nur die Daily gemacht, um sich ein bisschen Eroberungspunkte farmen zu können. Habe ich übrigens auch den größten Teil. Gestern habe ich begeben Arena mit einem Monk gemacht, ein paar Games. Mit einem meiner besten Kumpel habe ich Arena gemacht. Und ja, da hat sich das irgendwie ganz schnell zusammengefarmt. Und vor allem halt während des Levels hauptsächlich. BGs halt, ne, ganz viel. Und halt, wenn man 90 war bereits. Es war zwar ziemlich nervig, weil das ist immer scheiße, wenn man frisch 90 ist und dann Ehre farmen möchte. Aber dadurch kamen die ganzen Eroberungspunkte zusammen. Ah, eine Russentruppe. Ach, das ist doch... Oh, nö, ey. Oh, nö. Nicht jede Russentruppe macht diese Taktik. Quatsch. Oh Mann. Das kann ja nur toll werden jetzt. Die gehen auch alle, auch Hangar und Dings immer. Versuchen sie natürlich auch, weil in die andere Base kommen ist immer das Beste. Mit der Reinhüpftaktik haben wir das gewonnen. Okay. Die letzten drei gegen Russen, hat er geschrieben. Ja, vielleicht sind die gerade alle ein bisschen müde und die guten Spieler sind nicht online und vielleicht lassen die auch ein paar Bots laufen. Man weiß es nicht. Wie viele Bots haben wir eigentlich? Drei Stück. Vier Bots haben wir bei uns in der Gruppe. Die bleiben nämlich immer noch am Anfang hier stehen und entscheiden sich dann später erst, ach, Reason, ich renn mal dahin. Aber keine Russen. Na gut, okay, dann warten wir das Ganze jetzt mal kurz ab. Lassen uns rein werfen vom Schiff aus und hoffen auf das Beste. Wir haben auf jeden Fall den Steinbruch und hoffentlich holt irgendjemand auch noch die Raffinerie zurück. Was heißt zurück, sondern holt sie uns. Damit wir mehr Schaden machen. Huch. So. Ah, okay, darum geht's. Dass die mit 40 Mann deffen. Das könnte natürlich auch sein, ne? Wer weiß. Ich wette, die denken sich auch jedes Mal, so wie wir denken, oh nö, Russen, denken die sich wahrscheinlich, oh cool, Deutsche. Oder oh cool, Europäer. Mann, Mann, Mann. Kann ja nur gut werden. Kann ja jetzt nur gut werden. Lasst mich auch mit. Ich will rein da. So. Hier auf die Seite und dann warten wir kurz den Sprung ab und dann... Ah, oh, wie viele sind es? Bin ich jetzt mal gespannt. Mhm, ich sehe gerade nur einen. Ah, vielleicht sind die auch in der Base. Ne, ne, das geht ja erst auf, wenn das Tor auf ist, ne? So, kann's aufgehen, genau, super. Die Allianz fliegt, sie macht alles nieder. So, und wie sieht's hier aus?
mit unseren Leuten. So. Ja, das scheint bis jetzt gerade alles ganz gut zu klappen. Ihr wollt einen Pilz, ihr sollt einen Pilz bekommen. Okay. Das läuft doch alles ganz gut. Achso, wie ihr seht, ich benutze übrigens keine Addons, ne? Also so gut wie keine. Ich habe nur Deadly Boss Mod drauf und solche Sachen. Ah, das war's auch schon. Deadly Boss Mod, Atlas Loot, Recount, falls man's will. Für Damage-Schwanzvergleich und so, ne? So, haben die jetzt wieder irgendwas zurückgeholt? Nein, aber die haben die Dings bekommen, leider, die Docks. Aber wir haben hier beide Sachen. Und machen mehr Schaden an den Toren. Das heißt also, wir kommen wahrscheinlich vorher rein. So, hier in der Zwischenzeit irgendwer gestorben? Nee. Aha, okay, okay. Nee, aber der schafft es nicht. Gut, 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 gut. Das läuft gerade alles ganz gut. Ich habe bislang nämlich jedes BG gegen Russen verloren eigentlich. Außer hier drin, glaube ich. Hier wüsste ich nicht, dass ich mal verloren hätte. So. Ich nehme mal hier den zweiten einfach. Mounte kurz auf. Reite hin. Legt eine Bombe. Wir sind auch schon wieder bei fast der Hälfte des Tors. Alles easy, alles easy going. Da kommt noch ein neuer mit reingeflogen. Also nicht der Fußballer, sondern Verstärkung und so, ne? So. Spielen wir doch mal den Bombenleger. Bombe ist gelegt. Wieder aufmounten und das Tor ist... Ja, jetzt... Das ist gleich durch. Dann können wir hier den Dings angreifen. Sind die schon durch? Nee, aber die lassen sich auch rein. Die werfen sich auch rein anscheinend. Ah, er hat hier seine Portale aufgestellt. Auch eine gute Idee. Ich hab's nicht gekriegt. Und jetzt ist es gleich down, das Tor. Isle of Conquest, ich liebe es. Aufeinander gestellt. Sehr gut. Oh, und zeig mal, wie du runtergehst. 12.000 zieht das ab, boah. Oh, wollen wir mal hier kurz nochmal. Oha. Du sollst dein Heal erhalten, mein Freund. Und ihr alle auch natürlich. Und hier. Boots. So, wir sind drin. Und haben auch den Friedhof jetzt erobert. Dann wollen wir doch mal schauen. Diesmal hat es geklappt. Ja, super. Gleich mal das Ding hier legen. So, so, so. Alle schön durchhotten. Und nochmal einen Wildwuchs geben. So. Und das war's. Gegen Russen. Alles kein Ding. Suppio. Und vor allem auch trotzdem genauso schnelles Ding halt, ne? Also kann man sich echt nicht beschweren darüber, wie die Runde gelaufen ist. Die lief genauso gut wie gegen Europäer. Ich weiß nicht, was die Horde da falsch... Oh, hier drauf könnte man gut landen. Hui! Könnte man, wenn man es könnte. Dafür lasse ich mich jetzt sterben. Nein, Spaß. Aber es wäre lustig, darauf zu landen auf jeden Fall. Das mache ich jetzt mal. Ich versuche es nochmal. Naja, ich lasse immer ein bisschen zu früh. Mich ein bisschen zu früh raus. Außer Gestalt.
Ah. Mensch, hört ihr das? Das ist ein Wecker. Und zwar schwimmen gehen. Um 11 Uhr. Nee, Quatsch, es ist jetzt 11 Uhr. Und ab 11 Uhr ist, ab 12. Ab 12 ist eine Bahn frei bei mir im öffentlichen Schwimmbad. Weil ich bin in so einem Fitnessstudio drin, da kann ich nämlich gleichzeitig auch noch immer das Schwimmbad mitnutzen. Und das ist ganz praktisch, das ist ganz cool. 2 Stunden am Tag kann ich dabei immer kostenlos schwimmen gehen. Ja, was ist kostenlos? Ich zahle ja im Prinzip durch den Vertrag dafür, ne? So, ich geh mal durch dich durch hier und flieg mal eine Runde mit dir mit. Alani, wie geht's dir? Du lässt dich auch durch nichts stören, ne? Ich bin einfach nur wie so ein kleiner Vogel, der dir ein bisschen so deine Poren säubert, ne? Und pick an dir rum. Ich nerv dich. Okay, lassen wir es mal. Ja, nee, nett. Dann nächste Runde. Oh, hier ist schon wieder 2819 Ehrenpunkte. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Außer Eulen-Equip vielleicht noch farmen. Das ging als Ziel recht schnell. Ich habe auch schon das Feral-Equip zusammen. Weil irgendwie fast jedes BG, wo ich als Healer mit rein bin, oh, es lief ganz gut.